Ah, perfekt. Sias und willkommen zurück zu LS22. Ruckeliruckruck. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. So, wir haben in der letzten Session auf jeden Fall was abgeerntet. Gibt es gar nicht mehr hier als abgeerntet, doch hier. Genau, das haben wir abgeerntet. Das ist im Wachstum. Dann brauchen wir hier Bodenbeschaffung, muss nicht gepflügt werden. Also können wir rein theoretisch gleich wieder vorbereiten für den nächsten. Und zwar haben wir, da müsste doch irgendwo, haben wir keine mehr, wir haben doch irgendwo, Moment mal, jetzt muss ich mal schauen. Düngerstreuer. Wir haben keinen Gruber, ernsthaft? Moment mal, das muss ich überprüfen. Garage. Wir haben keinen Gruber. Okay. Dann. Gruber, 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 Gruber. Hier. So, 90 PS. 2,5 Meter. Ja, wenn dann 3 Meter. Ah. 140 PS braucht ihr. Moment, da gibt es doch bestimmt was, was nicht so viel braucht. So, Kreiselecken 3 Meter, 100 PS. Dann haben wir noch als Alternative. Wo ist die Alternative? Gruppe. Ach da, die Scheibenegge. Genau, jetzt hat haben wir es. 1 Meter, nein. Wieso? Es hat doch sonst nicht so viel Power gebraucht. Also wenn dann die Kreiselegge hier. 100 PS. Das bedeutet Voltra oder der gerade so. Ui. Muss der wohl gerichtet werden, oder was? Okay. Das heißt, jetzt schaue ich erst einmal nochmal hier den hier. Dieses Feld muss hier oben sein. Genau, das muss gedingelstes werden. Da ist auf jeden Fall Dünger drin. Ja, okay. Machen wir das mal weg. Dann schauen wir mal. Halt! Nein, 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 nicht Helfer. Das fahren wir schon selber dann irgendwie. So, jetzt muss ich mich wieder reinfuchsen. Das ist die Dingauswahl. Ne, das muss ich jetzt nicht unbedingt senken. Nein, das war's auch nicht. Okay, das war das Licht. Okay. Dann haben wir hier eigentlich. Genau. Einmal so. Und ja. Sollte einigermaßen klappen. Dann schaue ich, dass ich hier. Ungefähr 90 Grad vor.
Oh, perfekt. Dann sind wir da fertig. Dann einmal abgeben. So, dann haben wir noch die Nummer 60 zum Düngen. Die 80 kann ich auch annehmen. Gut, dann schauen wir mal, dass wir da runterfahren. Schön vorsichtig. Aber ich muss nachher auf jeden Fall mein Lenkrad noch einstellen. Das ist, obwohl jetzt geht's wieder einigermaßen. Oh, Rehe. Hallo. Gib Gas, Junge. Was ist los? Jetzt. So, ja, über Feldwege, Gottes Willen. Er tut sie aber ganz schwer hier. Hätte ich doch auf die Straße fahren müssen. Aber davor. Komm, zieh, Junge, zieh! Mehr als die Pedale durchdrücken kann ich leider nicht. Na, also geht doch. So. Jetzt da vorne rechts durch die Stadt durch, dann nochmal rechts und dann bin ich da. Gott sei Dank ist das eine riesenlange Strecke. So, da vorne die große Kreuzung, also hier. Ah, da ist unsere geliebte Brücke. Also meine geliebte, weil die mag mich so gern und ich mag sie so. Beziehungsweise meine Fahrzeuge, die kuscheln immer mit der Brücke. Okay, Feld 60 ist so schmal, dass ich einmal in der Mitte durchfahren kann. Und bin dann rein theoretisch fertig. So, ungefähr die Mitte. Jo. Laufen wir jetzt rein. Ja,
Ah, nee, ich glaube, das wird knapp. Ich glaube, ich muss noch eine Bahn links fahren. Das wäre natürlich jetzt ganz doof. Noch blöder wäre es, wenn ich komplett zwei Bahnen, einmal links und einmal rechts fahren müsste. Aus, aus. Aus. Okay. Mist. Habe ich mich ein bisschen verschätzt. Aber das ist halt echt nur der, keine Ahnung, was sind das? 1,5 Meter, 2 Meter vielleicht? Die am Rand, die haben mir jetzt gerade nicht gut getan. Es reicht immer noch nicht. Muss ich oben auch noch mal lang fahren. Ach, Mist. Ja, okay, da fehlt's mehr. Das hat anders ausgeschaut. Gut, ja, dann kann ich es verstehen. Also, merke, mit dem Düngerstreuer zwei Bahnen auf Feld 60. So, 94, dann müsste es jetzt gleich fertig sein. Jawohl. Gleich abgeben. Hallo? Ach doch. Gut, abschließen. Okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt ernten. Oh. Oh, das sind große Felder zum Pflügen. Machen wir erstmal das Kleine dann. So, wir haben jetzt noch Düngen. Feld 80.